Hallo, hallo. Jagged Alliance muss weitergehen und das soll es hiermit auch. Deswegen nochmal einen kurzen Abendstream, so anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden bleibe ich noch und versuche jetzt in diesen nächsten anderthalb Stunden den nächsten Sektor in Drassen zu erobern. Das ist zumindest die Idee. Und da schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe ja gestern noch mit allen gesprochen, mit allen Leuten im ersten Sektor, den ich erobert habe. Und auch alles eingesammelt. Genau. Liegt nichts mehr rum. Also eigentlich sind wir bereit, direkt weiterzugehen und den nächsten Sektor zu erobern. Freakman, schön, dass du schon da bist. Und danke für die Erinnerung an den Rucksack. Das ist jetzt in diesem Moment tatsächlich wichtig, weil ich wechsle jetzt den Sektor und Städte sind immer besetzt von den Truppen Daedrannas. Und deshalb muss ich da direkt am Anfang des neuen Sektors, den ich versuche zu erobern, Juhu! auch den Rucksack ablegen. Ich habe ja bisher nur einen, aber auch den einen sollte ich ablegen, weil sonst kann der Chris ja gar nicht so gut sich bewegen. Tyra, weil du musst ja nicht eine Stunde, anderthalb Stunden bleiben. Aber schön, dass du noch trotzdem noch reingeschaut hast. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Das werden wir auch machen. Sie genau im Auge behalten. Ja, ich bin eigentlich immer hier oben gestartet in den zwischen den Kisten dort. Ich überlege, ob ich mal ein bisschen weiter links starte, hier den Wald durchgehe. Aber eigentlich ist mir das hier oben ganz lieb, weil ich glaube, das ist hier auch eine Draht, also ein Zaun, wo ich mich dann einfach auch durchschneiden kann mit meiner Drahtschere. Und ich würde jetzt hier einfach den ganzen Pulk absetzen, weil ich glaube, hier oben sind noch keine oder höchstens ein, zwei Leute, die jetzt hier stehen. Das hier ist jetzt hier so der zweite Teil vom Flughafen, aber hier sind eher so noch ein paar kaputte Flugzeuge, die hier liegen. Der Schrottplatz-Flughafenteil. Ja. Und der mittlere Sektor von Drassen. Gut. Hier gibt es ein paar Bin bereit. Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Tatsächlich Da sind die Verbrecher. habe ich mich mitten ins Nest gesetzt, voller Feinde. Da drüben ist noch ein Gelbshirt und das war, glaube ich, ein Redshirt. Ich mich vielleicht doch hier, aber wäre auch nicht besser gewesen. Auch da hätte mich der wahrscheinlich schon gesehen. Von daher werde ich mich jetzt einfach in Deckung begeben und versuchen, diesen hier direkt mal mitzunehmen, sofern möglich. Fox, du siehst ihn noch, du musst dich nur dahin drehen. Und dann würde ich sagen, jetzt muss ich mit dem Rucksack nochmal, ja, aber hier sterben immer sofort die Yellow Shirts. Das ist nicht wie in Star Trek. Ich brauche Ammo. Und nachladen hätte ich auch in der letzten Runde schon können. Yep. Gut, Trevor. Komm, Trevor, Alright. ich gebe jetzt hier viel darauf, dass du dieses. Ja, das ist schon mal, dieses Problem löst. Das ist schon mal sehr gut, dass er einen ordentlichen Hier. Treffer abbekommen hat. Chris werde ich gleich noch hinterher schicken. Ach, mit dem Rucksack wird es aber schwer jetzt. Was kostet denn das, wenn ich den Rucksack ablege? Ich bin jetzt bei 93 Action Points. Wenn ich ihn ablege, habe ich 12 weniger. Also, aber dafür kann ich schneller rüberrennen. Und werde ihm hier noch einen verpassen.
Da Super. Ist irgendwas. Und dann wäre die Gefahr auch schon gebannt. Ja. Grizzly geht auch hier hinter Entdeckung. Ira hinter dieser Kiste. Und dann kann der mich hier auch gar nicht mehr sehen. Der müsste jetzt erstmal hier außen rumgehen und durch eines dieser Löcher im Zaun durchschlüpfen. Ja, ich bin nochmal live, Diamantrex. Eigentlich wollte ich auch nur kurz Forge of Empires spielen, um da noch ein bisschen Zermürbung loszuwerden, um da heute noch die Footballs loszuwerden, also die Forge Balls loszuwerden, damit ich dieses im Prinzip die wichtigen Schritte im Spiel heute noch erledigt kriege, bevor ich Jagged Alliance spielen kann. Und ich bin jetzt gerade wieder so richtig, richtig im Jagged Alliance-Fieber und will deshalb hier unbedingt gerne weiterspielen. Und ja, wenn ihr zuschaut, wie ich spiele, dann freue ich mich natürlich darüber. Und ja. Vielleicht könnt ihr auch mal ein paar Ideen einbringen. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch ganz gut. So, ich habe fast die Vermutung, wenn ich mich jetzt hier in die Richtung drehe, dass ich den Gegner schon sehe. Da sind die Verbrecher. Ich sehe tatsächlich einen Gegner, aber nicht den, den ich erwartet habe. Ich nehme mal an, der ist hier tatsächlich schon näher. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber hilft ja nichts. Ich werde jetzt mit Trevor noch mal ein Stück zur Seite laufen. Oh, fucking hell. Genau. Wie viel brauche ich? Ich brauche 8, um zurückzukommen. Das heißt, ich muss mir 8 Actionpunkte übrig lassen. Moment, jetzt habe ich noch 19. Noch 14. 19, 14, 11. Nein, Quatsch, doch keine 11 mehr. Hier, ne? Hier sind's noch 13. Habe ich mich aber komplett verrechnet. Egal, ich werde jetzt einfach mal einen Feuerstoß auf den abgeben. Da habe ich noch 13, kann ich eigentlich noch wieder in Deckung rennen. Leider verfehlt. Und dadurch, dass er mehr Schüsse als beabsichtigt abgegeben hat, hier, kann er nicht mehr in Deckung rennen. Das heißt, ich muss jetzt Chris unbedingt ins Spiel bringen. Bin bereit. Ich werde es erstmal mit Fox hier rum versuchen. Toll. Vielleicht kann ich ihn einfach einen Kopfschuss mit Fox verpassen. Ach nee, das reicht, wenn ich ihn in den Körper schieße, denke ich. Jetzt ist er schon bei stirbt. Der bewegt sich also nicht mehr. Und mit Chris muss ich dann gucken, dass ich bei dem hier schon was anrichten kann. Sonst ist nämlich Trevor recht exponiert. Also das ist schon mal gut, dass der jetzt hingefallen ist. Ich bewege mal Grizzly hier in die Richtung. Und Ira auch ein Stück weit vor. Okay. Und ich hoffe, der kann jetzt nicht so viel machen. Also der könnte jetzt gut auf Trevor und gut auf Fox gehen, wenn der wieder aufsteht. Aber zumindest muss er erstmal ein paar Actionpunkte verbrauchen, um wieder aufzustehen. Und hat auch welche verloren, dadurch, dass er selbst getroffen wurde. Fantastisch. Der Kommentar fantastisch ist ein bisschen grenzwertig, Fox. Ich überlege, ob ich mir eben noch ein Glas Wasser holen gehe. Das werde ich mal gleich machen.
und ich bin in weniger als einer Minute wieder da. Die Sphinx beim Badehaus. Da musst du das Opsi umstellen. So, bin zurück. Welche Sphinx denn? Ja. Ach. Bin bereit. Das ist ja tatsächlich einer mit einem roten Shirt. Bin bereit? Ja. Nur der hier war noch mit Gelb. Und die Roten sind ein bisschen besser als die Gelben. Aber
Der sah jetzt auch noch nicht danach aus, als würde er gerne schießen wollen. Aber er ist zumindest hinter dem Holz in Deckung. Hier. Die Sphinx gibt es beim Antikdealer, eine der besten Dekos. Weiß ich gar nicht, was du meinst. Bin bereit. Also mit Fox kann ich auf jeden Fall mal auf ihn schießen. Was ist das? Und noch einmal. Und dann wieder in Deckung gehen. Ja. Er sieht ihn auch. Aber trifft ihn nicht. Oh, das reicht auch nicht. Mann, sind die einer gut. Weniger. Die sind doch besser, als ich dachte, die Söldner. Ja. Okay, Trevor, da kommt jemand angerannt. Dem werden wir gleich mal ein bisschen Sperrfeuer mitgeben. Sogar noch ein Treffer dabei. Ein Trevor dabei. Okay. Sie schießen das erste Mal zurück. Und der schießt jetzt auch zurück, weil der hat ein Gewehr. Der ist der Erste. Ja. Der ist der Erste, der Unteroffizier. Ehrlich gesagt habe ich da noch nie so wirklich drauf geachtet, Thürer, weil auf diese Ränge. Feldwebel, Leutnant, Hauptmann, keine Ahnung. ich achte eigentlich immer nur auf die Farbe der T-Shirts. Und die Roten haben halt manchmal Gewehre und der hier hat eins und kann daher auch ein bisschen weitere Entfernung überbrücken. Und der hat das gerade auch mal gemacht, indem er auf Trevor mal so eine Salve abgegeben hat. So, jetzt hat er sich abgeduckt und ist nicht mehr zu sehen. Ich gehe erstmal an Deckung. Ja. Bin bereit. Auch mit Fox. Ja. Und mit Grizzly, weil nicht, dass der hier uns gleich allen in den Rücken schießt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Diamant Rex, was du meinst. Ja. Hier. Mit der Sphinx. Kann ich mit Chris mal so einen Seitwärtsschritt machen? Macht er gar nicht. Okay, wir haben jetzt hier Unteroffizier und Hauptgefreiter. Was sagt dir das, Thürerwall? Der Hauptgefreite ist irgendwie hinter einem Baum verborgen, deswegen sehe ich da, habe ich da keine Möglichkeit zu schießen jetzt. Und der ist außer Reichweite, deswegen blinkt es, aber ich kann trotzdem auf ihn schießen. Ich bin nur unsicher, ob ich es wirklich versuchen sollte. Ich werde mal kurz scouten mit Chris stattdessen. Erstmal kommt da nichts. Ob ich es versuchen sollte, weil Chris einfach Munitionsproblem hat. Früher oder später. Ja. Welcher war denn ein Feldwebel? Er hat es tatsächlich geschafft, einen einzelnen Schuss abzugeben. Das ist ja mit der Waffe nicht so einfach.
Ich lasse sie jetzt einfach noch ein bisschen näher kommen. Der Rote. Ja. Der hier vorne, der schon gestorben ist. Oder der ganz vorne. Und das hier war auch ein Hauptgefreiter, oder wie? Also, weil HG? Oder meinst du mit HG was anderes? Ja, gut, dass sie keine Unterbrechung kriegen. Verdammter Mist! Jetzt würde ich mal einen Schuss wagen. Weil der ist halt hinter dem Baum. Ja. Aber die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht näher kommen. Diese ganzen, ja. Die ganzen Ränge, die wurden auch mit der Modifikation eingefügt, also mit dem 1.13-Update. Dieses Update 1.13 ja. Fügt dem Spiel halt. Oh. Langsam wird's brenzlig. Ja. Okay, ja. Wir bleiben stehen. Verdammter Mist! Es wird Zeit, dass der hier was abbekommt. Wie mache ich das dann jetzt am besten? Kann ich mit Grizzly hier hinter? Ja. Um mal aus einer anderen Richtung zu kommen? Ja. Okay. Dann werde ich das mal versuchen. Bin bereit. Mit Fox hierhin. Toll. Um mal einen Blick von der anderen Seite zu bekommen auf die beiden. Und ihn vielleicht so eins auszuwischen. Schon richtig. HG, Hauptgefreiter und Feldwebel sind höherer Dienstgrad. Deswegen besser. Und was war der Gelbe? Also wir haben jetzt hier einen Unteroffizier und einen Hauptgefreiten. Früher hatten die wirklich nur rote Shirts, gelbe Shirts und ich glaube graue werden es dann später noch. Das sind die ganz starken. Und dann gab es halt diesen Untertitel nicht. Und jetzt gibt es halt, weil auch innerhalb dieser T-Shirt-Einfärbung dann nochmal Unterschiede bestehen, wie stark die jeweils sind. Ah ja, die gelben waren Hauptgefreiter. Okay. Und jetzt haben wir hier den, aber hier ist es auch ein roter und der ist auch Hauptgefreiter. Wer weiß. Wer weiß. Also so. Ich habe da noch nie nachgeforscht, was die Dienstgrade sozusagen hier wirklich aussagen sollen. Ja. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. Ich gehe zurück. Ah, ich habe noch eine bessere Idee. Ja. Ja. Ich bleib doch. Oh, fucking hell. Okay. Ja. Ich renne mit Chris hier ganz hinter. Und lasse ihn nochmal durchs Fernrohr schauen. Mist. Okay, es sind weiterhin die gleichen beiden. Ja. Jetzt sind sie auf jeden Fall auch abgelenkt hier.
Ja, die gelben waren, kann sein, dass die Hauptgefreiter waren, aber der hier vorne, der vordere rote, ist eben auch ein Hauptgefreiter. Tyras. Ja, wenn du jetzt losmachst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Tyras. Schlaf Ja. gut und bis bald. Okay, so, jetzt kann ich mal mit Grizzly von der Seite versuchen. Muss nachladen. Ist jetzt ja unschön. Bin bereit. Mit Fox ebenso. Sehr schön. Jetzt sah das bald so aus, als würde sie den anderen treffen. Okay, der guckt euch jetzt auf jeden Fall Richtung Grizzly und Fox. Und hier hinten ist noch ein Gelber, der ist auch Hauptgefreiter. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Bin bereit. Ach so. Also der Gelbe hier ist auch ein Hauptgefreiter. Vielleicht ist der hier quasi noch so an der Grenze, dieser Hauptgefreiter. Vielleicht ist er gerade aufgestiegen. Gerade frisch ein rotes Shirt bekommen und wird dann bald ein Unteroffizier oder einen Feldwebel oder sowas. Aber Chris kann das auf jeden Fall von da hinten ziemlich gut scouten. Das wäre natürlich dann noch gut, wenn, hätte er ein Hier. Scharfschützengewehr und könnte das auch noch wirklich, könnte noch wirklich in den Kampf eingreifen. Aber das kann er im Moment nicht. Ja. Aber was wir gut sehen, ist, dass die beiden Gegner hier jetzt in diese Richtung eher gucken. In die von Fox und Grizzly. Und jetzt kann ich mit Trevor hier wieder in den Kampf rein und die werden mich nicht unterbrechen, nehme ich an, weil sie gar nicht in meine Richtung gucken. So. Naja, so viel werde ich mal nicht schießen, sondern eher mit Zweien. Weil er nämlich eh wieder mehr schießt, als er soll. Okay. Ja. Dann schaue ich mal mit Grizzly aus der Deckung. Okay, gut. Ist nichts passiert. Bin bereit. Es lohnt sich, aufzupassen. Ja, lohnt sich. Also Fox macht sich schon echt gut. Das Spiel ist sehr taktisch, ja. Mag ich auch so gern daran. Also man kann halt wirklich, wenn man Bin bereit. klug spielt oder sehr überlegt Ja. spielt, dann kann man da wirklich sehr sehr unbeschadet auch kämpfen. Das geht jetzt zumindest noch. Also irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo das nicht mehr geht, weil die Söldner einfach extrem stark werden. Und ich glaube, bei den Waffen und so, da achtet man ja auch irgendwie sehr, sehr darauf, dass die dem entsprechen, wie die halt wirklich sind. Und dieser Mod 1.13, der fügt dem halt nochmal so Details hinzu, dass es einfach dann nochmal irgendwie cooler wird, also nochmal mehr Tiefe in das Spiel gibt. Beispielsweise sieht man jetzt hier zum Beispiel an dieser Owen, dieser Maschinenpistole, die Trevor hat, dass er nicht weiß, wie viel Munition die noch hat, weil er mehrfach unbeabsichtigt mehr Schüsse abgegeben hat, als er sollte.
Und deswegen kann er sich halt nicht merken, wie viel Munition jetzt daraus gefallen ist. Und man sieht jetzt halt nur, okay, es scheint jetzt irgendwie low zu sein. Also wahrscheinlich muss man bald nachladen. Genau. Also solche Sachen sind halt da drin. Und das ist halt schon ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man einen Einzelschuss abgibt mit der Maschinenpistole, ist es auch so, dass man eher seltener zu viel schießt. Aber wenn man einen Feuerstoß abgibt, dann ist halt die Frage, wo setzt man den Finger wieder ab, bevor die nächste Kugel rausgeht? Und das ist wahrscheinlich relativ schwierig auch zu timen bei einer richtigen Waffe. Und deswegen kommt hier jetzt beispielsweise oft mal zu viel mit raus, wenn ein Feuerstoß abgeht. Und beim Einzelschuss klappt es dann doch wiederum relativ zuverlässig, dass nur einer Right kommt. on. Ja. So, der Gelbe, der müsste doch hier schon fast sein, oder? Der ist doch auf jeden Fall näher gekommen. Verdammt. Da ist er. Das ist auf jeden Fall auch ein Hauptgefreiter. Bin bereit. Mensch, diese Fox, die hat gar nicht Schlaf so schön. gute Kampfwerte, wie die trifft. Die trifft zu gut für ihre Kampfwerte. Okay, aber ich habe nichts dagegen. Überhaupt nicht. Bin bereit. So, ich denke, das war die erste Gruppe, die uns jetzt hier direkt versucht hat abzufangen. Bin bereit. Du darfst, natürlich. Ich durfte noch nicht aussetzen. Hier. Also, die Option gab es bei mir noch nicht. Ich bin ein Jahr zu alt, glaube ich. Der Jahrgang nach mir, bei dem fing das, glaube ich, an. Wo man dann entscheiden konnte, ob man, also wo man den Wehrdienst nicht mehr verweigern musste. Aber tatsächlich habe ich den Wehrdienst verweigert und nicht. War nicht bei der Bundeswehr. Weil ich schon was anderes vorhatte. Ich hätte schon Yep. eine Position im Bin bereit. Umweltamt, also wo ich gerne was machen wollte, im Zivildienst. Und das konnte ich natürlich dann nicht schreiben, ne? Also, aber Yep. ich hatte eine andere coole Aufgabe und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht, damals mein Zivi im Umweltamt. Aber das durfte man damals, glaube ich, nicht schreiben, wenn man den Hier. Antrag oder diesen Verweigerungsschrieb da halt verfasst hat. Da musste es halt irgendwie was anderes, ein anderer Grund sein. Yep. Genau. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da geschrieben habe. Ja, mag sein, dass das Leute dann vom Fingergefühl Hier. tatsächlich so akkurat beherrschen können, ne? Klar. Okay, ein paar Kugeln habe ich noch. Vielleicht wir aufgehört zu scouten. Sollte vielleicht nochmal übers Flugzeug schauen. Aber ich denke mal, die anderen sind jetzt weiter hier in der Stadt. Es sind ja öfter mehrere Grüppchen, die sich dann Yep. zeigen. Hier. Genau, okay, jetzt geht's weiter im Entengang. Alles klar. Dann werde ich mal hier durch die
Löcher im Zaun schlüpfen. Ja. Ich brauche wieder meinen Zettel. Ich kann mir das nicht merken. Noch nicht. Alt Z. Und ach, Schleichbewegung aus, weil schon manche an hatten. Und dann für die beiden hier. Bereit? Page down, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Okay. Bereit? Ja. Dann sind wir anderen erstmal hier hinterkommen. Und da liegt 9x19 mm, die hole ich mal mit Fox. Bevor ich weitergehe. Dass wir mal hab ich ein paar mehr Kugeln noch haben hier für. Ach, das ist ein anderes Magazin. Das ist ein 8-Kugel-Magazin und das ist ein 15-Kugel-Magazin. Machen wir es so. Und ich kann aber bei allen nachladen. Dafür gibt es auch ein Kommando Shift R. Rucksack einsammeln brauche ich noch nicht. Das mache ich dann, wenn der Kampf gewonnen ist. Im Moment ist es so, ich bin jetzt an dem Zwischenstatus, wo ich quasi das Nord-Team besiegt habe. Deswegen ist es jetzt hier gar nicht viel Munition. Ja. Es wird jetzt schon wieder eng bei Grizzly. Bin bereit. Ich gebe ihm mal das halbe Magazin noch. Ja. Yep. Mal, sie hat noch was. Für sie brauche ich ja gar nicht so viel. Ja. Okay, dann ist hier noch irgendwie minimal was drin. Genau, also der Rucksack kann da ruhig liegen bleiben. Da ist ja eh nur ein Verbandskasten drin. Ja. Ja. Hier. Yeah. Also Munition wird echt knapp, dann kann ich ja noch. Also hier liegt nochmal Munition, 9x19. Kann ich dann auch gleich noch mitnehmen. Ja, yeah. Yep. Verstanden. Die kriegt Fox. Bin bereit. Und ich hoffe hier, dass die vier dann auch noch was. Hab ich. Verloren haben. Ja. Ja. Ist ja. Gut. Bin bereit. Könnte einen Blick wert sein. Ach, das ist zumindest ein großes Magazin. Das ist gut. Und der hat tatsächlich auch sein Gewehr verloren. Ist gut. Schaut mal hier. Okay, das muss ich mir jetzt erstmal anschauen, was das ist für ein Gewehr. Yeah. Vielleicht ist das eine Alternative für Chris. Hier ist es. Hier ist es. Was ist das? Oh. Reichweite 19 ist jetzt nicht so weit. 18, ein bisschen weiter. Genauigkeit 40. Schaden 26. Tatsächlich ist es nicht schlecht, das Gewehr. Auch im Vergleich zu dem, was Chris jetzt hat. Der Schalldämpfer wird da wahrscheinlich nicht drauf passen. Mm-mm. Diese tschechische MP wurde 1949 bis 68 produziert und vornehmlich in Ostblockländern geliefert. Okay, aber die ist relativ kaputt. Die müssten wir eigentlich erst reparieren, bevor wir die wirklich verwenden können.
Aber ich würde sie Chris jetzt erstmal überlassen. Ja. Ja. Kann die jetzt erstmal tragen. Okay, und das sind nochmal die kleinen Magazine. So. Fliegt es halt daneben. Ah nein. Ich hab's. Bin bereit. Okay, Fox. Hä? Ja. Dachte, ich hätte es jetzt rübergegeben. Bin bereit. Wo ist es denn gelandet bei Fox? Yep. Yep. Hier. Ja. Habe ich es nicht rübergegeben? Was ist das eigentlich für Kaliber? Steht da gar nicht, oder? Ach doch, 9x18. 9x18 hilft uns nicht. Wir brauchen 9x19. Bin bereit. Wir brauchen viel 9x19. Aber bin bereit. Mit dem Magazin sind wir schon mal auf jeden Fall auch besser aufgestellt. Da sind ja zweimal Pistolen. Zweimal eine Pistolenladung drin. Ja. Wobei das ein Maschinengewehrmagazin ist. Eigentlich. Ja. Okay. Sieht schon besser aus. Bei Fox und Grizzly. Und jetzt werde ich mal versuchen, mit den allen hinter das Haus zu schleichen und dann aufs Hausdach zu kommen. Und von da oben habe ich sicherlich eine ganz gute Sicht über den Ort. Ja. Und kann wahrscheinlich die nächsten Gegner sehen. Alles klar. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, der ist da zwar, aber der hat mich noch nicht gesehen. Ja. Hier. Komme ich jetzt mit allen noch dahinter? Wahrscheinlich nicht. Ich bleib mit Fox erstmal hier in Deckung. Ja. Grizzly bringe ich auch da und in Deckung. Ich schaff's nicht mehr aufs Dach, denke ich. Yep. Ira. Mach dich ruhig ein bisschen. Hier. Yep. Ja. Aus dem Weg. Trevor. Das schafft er nicht mehr im Stealth-Modus. Hilft also nichts. Ich muss jetzt mal laut sein. Und dann zielst du hier auf die Ecke, falls jemand rumkommt. Hier. Und Chris. Ja, es hilft nichts. Ich renne auch dahin. Verstanden. Hüpf aufs Dach. Scheint mich jetzt aber noch nicht bemerkt zu haben. Schauen wir mal. Ja. Unterbrechung für Grizzly. Als Z. Stellen wir wieder aus, das Schleichen. Oder ich drücke nochmal drauf und gucke, ob er mich wirklich entdeckt hat. Ah, ich glaube, die haben mich entdeckt. Ja. Bin bereit? Ja, jetzt, spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Okay.
Auch wieder fast den anderen getroffen. Ja, der hatte mich tatsächlich noch nicht entdeckt, der zweite. Weil der hat sich jetzt erst... Bin bereit. ...dazu entschieden, mich ins Visier zu nehmen. So, du bist hier aber jetzt gar nicht in Deckung. Doch hinter dem Busch. Okay. Yep. Dann nehmen wir vielleicht die Ira noch hier dazu. Bin bereit. Ja, dann gib mal dein Bestes für uns. Sah gut aus, aber war wahrscheinlich oben drüber. Der war nicht oben drüber. Der ging ja stark nach unten, würde ich sagen. Okay, er ist nicht in Deckung. Das heißt, mit Grizzly muss ich noch ein Stück zurück, um hinter den Bäumen in Deckung zu sein. So. Chris, kannst du die auch sehen? Nein, von dort aus nicht. Und was geändert wurde, auch in Jagged Alliance 1.13, die Gegner konnten im normalen Jagged Alliance 2 noch nicht auf die Dächer raufklettern. Und das können sie jetzt. Das macht es natürlich dann auch noch ein Stück weit gefährlicher. Wie viel kostet das Ducken? Steht nicht da. Dann würde ich sagen, ich mache mal einen ungezielten Schuss von hier oben. Jetzt holt er noch Hilfe, indem er funkt. Es geht theoretisch auch, dass sie sogar aus dem Nachbarsektor von unten noch Hilfe holen. Hier. Okay. Ja. Das sind also auch tatsächlich welche. Gehen wir mit Trevor noch ein Stück weit vor. Halt. Und leg ihn hin. Wenn er jetzt nochmal kommt. Ja. Kann ich vielleicht direkt was machen. Bin bereit. Diese Fox. Schlaf schön. Diese Fox. Bin bereit. Mit ihrer Treffsicherheit von 72. Ja. Die macht schon echt was her. So, Chris kann auch da nochmal. Ja. Nochmal gucken. Weizenspam, hallo. Schön, dass du da bist. Ich spiele auch wieder. Jagged Alliance 2, 1.13, wie du siehst. Und ich bin in Drassen angekommen. In der ersten größeren Stadt. Yep. Sehr schön. Es gibt eine Unterbrechung für Ira. Dann können sie nochmal... Meine Kanone verweigert den Dienst. ...ein bisschen trainieren, wie man eine Waffe repariert. Also, die treffen auch echt gut. Weizenspam, kennst du auch den Dev Mato? Hast du bei dem hin und wieder schon mal reingeschaut? Der hat heute schon mal in meinen Forge of Empires Stream, in meinen kurzen mit reingeschaut. Und der spielt auch Jagged Alliance. Allerdings Vanilla. Und er meinte, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie am Wochenende wird er wahrscheinlich nochmal streamen. Vielleicht guckst du einfach mal.
D-E-V-M-A-T-O. Genau. D-E-V-M-A-T-O. Falls du mal schauen magst nach dem Defmato. Aber der macht, der speichert seine Videos bisher nicht. Ja, tut mir leid, Thyrawal, dass du keinen guten Tauschparett bekommen hast. Ich hab ja so viel Glück gehabt, das war ja kaum zu fassen. Oh, fuck hell. Yep. Yep. Genau, falls du mehr Jagged Alliance 2 Content sehen willst, der ist ja auch rar gesät hier auf Twitch. Ich habe auch immer wieder auf dem englischen Kanal verwiesen, auf den von Mongooser. Fand ich auch ganz interessant. Oder ist ein Amerikaner. Und da habe ich auch schon ein bisschen in seinem Archiv gestöbert und auch gerne mal reingeschalten, wenn er gerade live war. Gut, ich hoffe, ich kann ihn jetzt einfach mal direkt aus dem Kampf nehmen. Aber vielleicht versuche ich es doch mal mit Einzelschüssen. Da ging mehr raus, als es sollte. Aber der hat sich jetzt zumindest mal hingesetzt. Okay. Mal gucken. Ich würde fast sagen, dass ich versuche, mit Chris zu unterstützen. Der ist nämlich verdammt nah dran. Puh, wie weit müsste ich da? Bis hier bestimmt. Sogar noch weiter. Wen sehe ich denn jetzt? Also der ist es nicht. Den da sehe ich. Gut, jetzt ist es eh zu spät. Ich hoffe, es passiert nichts. Wenn doch, müssen wir vielleicht doch mal den Verbandskasten rausholen. Hier. Okay. Yep. Er hat sich wieder verzogen. Ich werde mir ja mal mit Trevor jetzt lieber doch aufs Dach gehen. Und es könnte sein, dass der jetzt gleich das Dach hochgeklettert kommt. Okay, Thyrawal, jetzt ist es soweit, ne? Okay, dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Ja. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Yep. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Das war super, war wieder ein super Schuss für eine Treffsicherheit von 56. Bin bereit. Okay, Fox. Stirbt. Ja. Okay. Grizzly hat eigentlich auch noch einen guten Einblick hier um die Ecke rum. Aber ich werde jetzt trotzdem mal mich... Was ist denn das für ein komischer Laufweg? Mich mit ihm hier in die Richtung drehen. Ist da irgendwas im Weg? So dass er durch den Baum noch ein bisschen geschützt ist, falls hier nochmal welche kommen, aber er gleichzeitig jemanden sieht, der jetzt hier um die Ecke kommt. Und da gäbe es ja einen Kandidaten. Bin bereit. Tatsächlich ist er da. Aber Fox hat die Unterbrechung bekommen. Versuchen wir es mal mit Fox. Das
Das war schon gut. Bin bereit. Fox kann sich so nicht ducken. Wahrscheinlich, weil Grizzly im Weg ist. Ja. Perfekt. Gut. Okay, dann... Bin bereit. Yep. Hier. Würde ich Chris nochmal aufstehen lassen und gucken lassen. Verdammter Mist. Nicht ungefährlich. Nicht ungefährlich. Das ist Tab. Den habe ich jetzt mehr oder weniger auch absichtlich ins Bein geschossen. Weil ich mit der Maus ein bisschen runtergezogen habe. Ich glaube, jetzt sind es nicht mehr viele Gegner, die jetzt noch übrig sind. Ja. Ich werde mal mit dem Grizzly hier... Verdammt. Ja. Randstürmen. Kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr schießen. Doch. Versuchen wir es. War gut. Bin bereit. Fox ist zu weit weg. Hera auch. Ja. Ich versuche erstmal mit Trevor noch einen Schritt zu machen und dem vielleicht sogar den Gar auszumachen. Alright, on. Yes. Hey, hey, alle weg. Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Na, genau, das haben sie wohl. Sehr schön, nächster Sektor befreit. Und es ist gerade mal 0.21 Uhr. Ich schaff's vielleicht sogar mit dem bis 1 Uhr fertig zu sein. Das waren jetzt hier nochmal... Hier ist ein hübsches, zerbombtes Stück Rollbahn. Unsere frühere Sportflugbahn. Ob sie es glauben oder nicht, es gab eine Zeit, als die Leute sie zum Vergnügen benutzt haben. Das war, bevor die Herrin sie zerstörte. Ja, ich hoffe, man hört diese Kommentare auch einigermaßen gut. Von den Söldnern. Die Ira ist ja ein Local, die kennt sich ja aus hier. So, jetzt haben wir, wie viel Loyalität haben wir jetzt? 40%. Hört man gut, sehr schön. Ja, ich finde die deutsche Version eigentlich auch gut. Fand ich schon immer gut. Sogar bevor ich die englische kannte. Wobei, ich habe jetzt das erste Mal die Stimme von Grunty, glaube ich, gehört. Und der lispelt so nett im Englischen. Das fand ich auch irgendwie nett. In der deutschen Version lispelt der, glaube ich, nicht. Okay, jetzt habe ich noch mehr von dieser Munition, die ich aber nicht wirklich brauchen kann. Und noch eine interessante Gewehrmunition, die ich aber auch nicht wirklich brauchen kann. Das ist auch nicht die für die kompatibel mit dem Gewehr ist, ne? Das ist 7,62 x 25 und das ist eine 7,62 x 39. Das ist auch eher so Scharfschützengewehrmunition. Die kann ich erstmal mit in den Rucksack packen. Kann ich erstmal nicht gebrauchen, aber sollte ich auf jeden Fall mit mir tragen. Insbesondere die Munition, die wird später noch öfter vorkommen.
Okay, und 9x19. Zum Glück jetzt doch einiges an 9x19. Panzerbrechend und Hohlspitz. Schauen wir mal, gehen wir mal hier jedem eins für verschiedene Zwecke und Grizzly. Okay, das nehmen wir mal raus. Die kann ja dann auch Chris mit sich tragen. Und Grizzly, du kriegst dann hier. Hat der größere Taschen als Fox? Irgendwie ja. Ach so, das sind die Holster. Die Revolverholster, die können nur ein Magazin halten und die Hosentaschen zwei. Okay, aber dafür kein Revolver. Gut, und die panzerbrechende Munition gebe ich dann hier noch Ira. Und die hat auch noch mal einmal diesen. So, der gleiche Magazintyp. Können die nicht mehr als viermal stacken? Anscheinend nicht. Okay. Ah, sonst wird Ira hier auch mal leer. Dann muss ich wahrscheinlich auch von den anderen noch was abgeben. Hier will ich mal von Fox auch noch ein Magazin rüber zu Ira. Jetzt hat die nur noch panzerbrechende Munition. Okay, und Chris, da können wir noch mehr drin stapeln. Ach, das sind tatsächlich unterschiedliche. Sieht man gar nicht. Aber es ist jeweils 9x18. Einmal 8 Kugeln und einmal 12 Kugeln. Ist natürlich doof, dass man die jetzt nicht umkonvertieren kann. Oder kann man das? Ich bin gerade nicht sicher. Hat der einen deutschen Akzent tatsächlich, ja? Ich meine, der heißt ja irgendwie Grunter oder so, ne? Ich glaube, ich hab ihn noch nicht. Ich habe ja die MERC-Söldner noch nicht. Erst wenn ich Drassen erobert habe. Gibt's die? Ja. Kann ich mir erstmal die Stadt angucken und schauen, ob es vielleicht noch was anderes zu looten gibt. Aber hier oben muss ich auch noch mal rein. Bin bereit. Schicke ich mal Fox hin. Vielleicht kann sie mal wieder was aufbrechen mit ihrer Brechstange. Ja, aus der Waffe kann ich das, aber ich habe ja keine passende Waffe dazu. Deswegen kann ich es nicht umkonvertieren. Nichts. Mal schauen, was die Zivilisten hier zu sagen haben. Ich mache mir große Sorgen um Pater Walker. Dejana geht ihm wirklich aufs Gemüt. Er verbringt mehr Zeit in der Kneipe als in der Kirche. Ich lese eher sinnerfassend, deswegen bin ich eher schlecht im korrekten Vorlesen. Aber das ging jetzt, glaube ich, ganz gut. Im Cambria. Gibt es einen Na Mann namens Perko? Er kann sehr gut reparieren. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Informationen für Sie von Nutzen sind. Natürlich. Ich rate Ihnen, bleiben Sie ganz weg von San Mona. Es ist eine sehr verkommene Stadt, ein Sündenpfuhl. Nee, nach San Mona werde ich auch gehen. In unserer Stadt herrscht das Böse, nämlich Doreen. Sie zwingt unsere Kinder, umsonst zu arbeiten. Es wäre uns sehr recht, wenn sie wegginge. Für immer. Ah! Dieses Land ist den Bach runtergegangen, seitdem Enrico Schivaldori ermordet wurde. Ist er nicht? Er ist mein Auftraggeber. Okay. Yep. Trevor. Nein. Ja. Okay. Bin bereit. Hier. Und Chris geht hier hin. Und dann ist, glaube ich, auch nur noch die Fabrik. Und da ist ja auch die Doreen oder Doreen. Okay. Bin bereit. Hier gibt es auch für Fox nichts aufzubrechen, für meine Toll. Bodybuilderin. Toll, hat sie was gefunden?
Nö. Da ist doch nichts, oder? Hat sie irgendwas gefunden? Nee. Hat sie nicht. Ja. Keine Ahnung, was sie jetzt toll fand. Yep. Ist gut. Aber kann man ja einfach mal machen. Ja. Yep. Irgendwas toll finden. Ja. Okay. Nichts drin? Ich hab's. Yes, ein Bier. Mit dem Fähigkeitssystem. Kann man das ein- und ausschalten? Nichts. Also ich spiele 1.13, ja. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, was du mit Fähigkeitssystem meinst. Das sind alles die yep. Ist gut. Weniger interessanten Lines. Ja. Yep. Bin bereit. Ja. Was bewirkt denn das Fähigkeitssystem? Hm? Dann kann ich es dir vielleicht sagen, ob ich mit oder ohne spiele. Hm? Toll. Nichts. Hm? Hab ich. Ich meine, ich hätte jetzt irgendeiner von meinen Söldnern noch keine Schutzweste. Leider haben ja alle eine. Dann hätte ich mir ja überlegt, ob ich vielleicht dieses wunderschöne Dead Runner Rules T-Shirt anziehe. Denn es hat ja immer eine, immerhin eine kleine rüstende Eigenschaft von 1. Und es deckt sogar 99% des Körpers ab. Des Oberkörpers. Tja. Aber so. Ich kann es zerschneiden. Aber dann brauche ich noch Schnaps. Schütze, Sniper, automatische Waffen. Ja. Ich denke, das habe ich. Chris ist Scharfschütze. Also, falls es das ist, was du meinst. Und, achso, da stehen die Skills auch da, wenn man mit der Maus drüber hält. Oh, weiß ich gar nicht, soll ich jetzt die T-Shirts mitnehmen? Die stacken wahrscheinlich nicht mal. Hab ich. Doch. Hab ich. Schwer sind die ja nicht. Kann ich sie mitnehmen? Oh. Wertvolle Munition verschleudert. Toll. Moment mal, Trevor, wie weit bist du? Ja. Ah, der ist kurz vorm Abschließen der nächsten Erfahrungsstufe. Ich würde ja gern seinen Vertrag verlängern, aber... Vielleicht ist der Pater Walker noch nicht hier. Doch, hier ist er. Wir reden erstmal mit ihm. Sniper, beste Wahl. Vielleicht. Vielleicht. Bienvenido in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin einer der Wirtsbrüder Santos. Wir sind in ganz Arulco für unsere Drinks bekannt. Das ist auch ein witziger Gag. Die hatten wahrscheinlich, ihnen sind wahrscheinlich die Designer ausgegangen. Und deswegen sind die Wirtsbrüder Santos, ich glaube, es sind Fünflinge. Aber das sagt er, glaube ich, noch.
Die Gebrüder Santos sind auch bekannt für ihre große Ähnlichkeit. Es gibt 5 von uns. Wir sind eineiige Zwillinge. Das ist schon lustig. Wir klingen gleich, wir reden gleich und wir sind alle Wirte in Arulco. Na schön, alle außer Manny. Armer Manny. Er wurde geboren einen Tag nach dem Rest von uns. Nun, er rennt uns sein ganzes Leben hinterher. Wir hoffen, dass er auch einmal Wirt wird. Im Moment, er ist noch Mädchen für alles im Bar. Er sauber macht Böden, putzt Klo, füllt auf Kondomautomaten. Wir ihm bringen bei, wie zu machen Drinks. Er ist schon geworden viel besser. Hallo, Celebthron. Wie bei Pokémon. Gibt's bei Pokémon Bars? Armer Manny, er gibt sich solche Mühe. Genau, also Herf ist der erste Barkeeper und es gibt tatsächlich eine ganze Menge von diesen Barkeepern. Und dem Manny werden wir natürlich auch noch zu seiner eigenen Bar verhelfen im Laufe des Spiels. Und die Barkeeper sind halt alle die gleichen, außer Manny, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Der hat ein bisschen, naja, so ein bisschen weniger durchgestylten Eindruck macht er. Ich glaube, seine Haare sind nicht so akkurat nach hinten gegelt oder sowas. Und vielleicht ist auch sein Kragen nicht ganz so glatt gebügelt. Irgendwie sowas. Aber er ist ja noch Mädchen für alles. Und ich glaube, er ändert sein Aussehen auch nicht, wenn er seine Bar hat. No, gracias. Ist zu gefährlich von mir da draußen. Und man kann natürlich... Wir haben beste Spiritosen in ganz Arulco. Nur erste krasse Marken. Spirituosen kaufen. Und tatsächlich ist auch Russian Standard dabei. Das müsste ein Likör sein. Okay, die Person im Pokécenter sieht in Leerstadt gleich aus. Und es sind alles Schwestern oder so. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ja, hier ist es genauso. Ich meine, Pokémon ist auch schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, wann das erste Pokémon rausgekommen ist. Können wir mal zwischendurch googeln. Oder kannst du mal gerne zwischendurch googeln, wenn du magst. Dann verlasse ich mich wieder auf euer Wissen. Also, Jagged Alliance 2 ist auf jeden Fall von 1999. Und, vielleicht etwas Kühles gegen der Hitze. Vielleicht hat da jemand von jemand anderem abgeguckt. Okay, ich kaufe mir mal ein Russian Standard. Sie können ja noch... Oh, ich hätte noch... Wir haben beste Spiritosen in ganz Arulco. Ich hätte noch auf Transaktion klicken müssen. Vergessen Sie Ihre Trick. Okay. Wenn Sie wollen mehr, lassen Sie mir wissen. Ich mache alles perfekt für Ihnen. Also man kann nur Drinks kaufen bei Ihnen. Aber... Ach so, ist das jetzt mein Kontostand? Hab ich gar nicht gesehen. Alles klar. 7777 Euro. Wir haben beste Spiritosen. Sehr schön. Sie können ja noch... Okay. Verstanden. Und dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Dann würde ich nämlich mal an Chris ein Daedrunner Rules Shirt geben. Hier. Yeah. Dann werde ich mal Chris' Kampfmesser auf das Daedrunner Rules Shirt anwenden. Geht das nicht? Wie war das? Super. Sehr schön. Dann haben wir jetzt nämlich einen Putzlappen. Und den Putzlappen... Super. ...stecke ich in die Flasche... Das ist, glaube ich... Eigentlich ist es Jim Beam. Und schon haben wir einen Molotow-Cocktail gebaut. Und da haben wir unsere ersten Granaten. Und das sind sehr, sehr günstige Molotow-Cocktails. Da werde ich, glaube ich, jetzt mal zugreifen. Ja, MacGyver, wir haben auf jeden beste Spiritosen in ganz Arulco. Fall.
Das ist sehr cool. Es gibt so ein kleines Crafting-System auch im Spiel. Wenn Sie wollen mehr. Und das ist ein Teil dessen. Bin bereit. Hier. Bin bereit. Dazu brauche ich dann tatsächlich auch alle drei der Drummer Rules Shirts. Hier. Und dann. Ach, geht es jetzt nicht, weil ich nicht genug Platz im Inventar habe. Super. Sieht so aus. Muss ich das auch noch ablegen? Super. Okay. Und dann, wer kriegt die? Den Molotow-Cocktail kriegt dann mal Trevor. Yep. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben sogar, ich glaube, Grizzly. Oh. Yep. Da muss man ein bisschen Angst haben, wenn der Molotow-Cocktail daneben fliegt. Ich hab's. Ja, also es sollte klappen. Ja. Okay, der hat jetzt eine Kantine da drin. Kann ich auch nirgendwo anders hinpacken. Ich glaube, Grizzly hat irgendwie was mit Waffen. Oder? Oder Sprengstoff oder sowas. Grenadier, ja. Das heißt, ich sollte das schon Grizzly geben. Yep. Dann gib doch einfach mal. Bin bereit. Deine Canteen an Foxy. Ja. Die bin bereit. Eine extra Tasche dafür. Hier. Hier ist es. So. Super. Zerschnitten und den Wodka. Passt irgendwie. Hier ist es. Russian Standard heißt das Ding. Ist es Wodka? Russian Standard ist ja Wodka, aber das ist definitiv eine Andeutung einer Jim Beam Flasche, würde ich sagen. Super. Okay, dann haben wir noch einen Molotow-Cocktail. Wer möchte den Bin noch bereit. Haben? Kriegt dann Ira, weil die noch Platz genug hat. Hier. Ja, Grizzly hat Bizeps für Weitwurf, das ist richtig. Ich muss mal gucken, wie ich das dann mache. Also ich glaube, die anderen werden den jetzt, oder werden die, die Cocktails jetzt auch eher transportieren. Und, ach. Bin bereit. Yep. 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 Grizzly hat ja noch gar keinen. Ja. Okay. Und der hat noch eine Flasche Bier gefunden. Aber die gebe ich mal an Chris, weil Chris hat die größte Führungskraft von allen. Yep. Ja. Hier. Und ich hoffe, Verstanden. Ich hoffe sehr, dass yep. Trevor jetzt noch nicht so weit ist mit seiner Erfahrung, dass er jetzt beim Abschluss der Quest aufsteigt. Um nochmal zur Quest zu kommen, das hier, der Name-Character ist Pater Walker. Der verbringt seine Zeit mehr in der Bar als in der Kirche, wie der eine NPC auch gesagt hat. Und ich soll mit Pater Walker sprechen, laut Logbuch, um Nahrungsmittel aus Drassen nach Omerta zu bekommen. Weil denen dort die Nahrungsmittel langsam ausgehen. Und Pater Walker... Ich bin Pater John Walker. Nennen Sie mich einfach Pater John. Pater Walker trinkt zwar, aber er ist ein netter Typ und er unterstützt auch die Bewegung. Miguel Cordona braucht meine Hilfe? Tja, ich glaube, ich kann einige Lebensmittel und Vorräte zusammenstellen. Treibstoff, wie Miguel vermutlich auch selbst sehr gut weiß, ist praktisch
unmöglich aufzutreiben. Für den Rest brauche ich Zeit. Ich habe zwar einige Sachen versteckt, aber ich muss an die Großzügigkeit der Gläubigen appellieren. Zu schnelle Aktionen ziehen nur unnötige Aufmerksamkeit auf uns alle. Ich lasse Miguel wissen, wenn alles in Ordnung ist. Ich tue, was ich kann. Jep, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Ja, das wollte ich eben nicht, dass er jetzt schon aufsteigt. Die Frage ist, sollte ich jetzt nochmal neu laden und später mit Potter Walker sprechen, nachdem ich einmal durch die Mine geradet bin, wenn ich ganz Drassen erobert habe und mir da zumindest ein paar Nuggets eingesammelt habe, um... Schau her, Kumpo, dann weißt du, dass du erst Asana kriegst für dein Geld. Genau, um dann eben mehr Tage kaufen zu können. Trevor ist definitiv kein Geringverdiener, ja. Und sein Preis ist jetzt halt gestiegen. Also ich kann jetzt nochmal neu laden, dann kann man gleich mal vergleichen. Der kostet jetzt... Er kostet jetzt 3,5 und 23 und 40.000. 3,5, 30, 23 und 40. Helft mir mit zu merken, ich kann mir nicht gut Zahlen merken. 20% mehr, sagst du. Jetzt erziehe ich aber nicht im Kopf von 3.500, von zweite Zahl vergessen, 23.000 und 40.000 20% ab. Von 40.000 geht noch einigermaßen. Aber es sind auch nicht 5.000. Naja. Wie mache ich das jetzt am besten? So, jetzt habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Jetzt kostet Trevor noch nur 18.000. Das ist ein Riesenunterschied, ob 23.000 oder 18.000 für die Woche. Und ich habe jetzt 7.700. Aber ich glaube auch nicht, dass ich 10.000 in der Mine finde. Ich werde ihm eh nur einen Tag anbieten können, mehr irgendwie in der Art. Also es wäre halt eine Möglichkeit, dass ich mit Potter Walker erst spreche, wenn ich die ganze Stadt erobert habe und die Mine erkundet habe. Und Trevor dann erstmal einen neuen Vertrag anbiete. Und dann erst die Quest abschließe. Das gleiche Problem habe ich auch mit Doreen, glaube ich. Weil wenn ich jetzt Doreen, also diese Mini-Quest erledige mit Doreen, dann werde ich das gleiche Problem bekommen mit Trevor, dass der aufsteigt. Genau. Ich könnte ihn jetzt natürlich ein paar Tage einbieten, ein paar einzelne. Was ist denn das überhaupt? 2.800 mal 7. Ich habe schon mal, grob gerechnet hatte ich ja schon mal beim Kaufen. Weniger als 1.000. Also 2.800 mal 7 sind 19.600. Immerhin 1.600, die ich... Aber wenn ich sowieso nicht auf die Woche komme... Also einen Tag muss ich mindestens verlängern. Eher mehr. Ich würde Trevor schon auch gerne behalten und ihn nicht wieder zurückschicken. Auch wenn er ganz schön teuer ist. Aber ich habe halt mit ein bisschen weniger Geld angefangen. Dadurch, dass ich nicht im ganz einfachen Modus spiele.
ist denn Trevor hier in der Leiste? Ja, schon recht weit vorne. Aber der ist auch, halt auch gut. Der kann Schlösser knacken, der kann reparieren, der kann schießen. Ist schon ein guter Allrounder. Ja gut, dann würde ich sagen, ich biete ihm jetzt mal hier zwei weitere Tage an. Und dann... Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Dann wird sein Preis halt steigen. Das ist fair, Sport. Und dann kann ich die Quest auch jetzt abschließen. Weil dann ist ja eh egal. Chris kostet nicht mehr. Chris ist ja quasi, bin ja quasi ich. Wenn der an Erfahrung gewinnt, dann ändert das nichts am Preis. Hier. Ich bin Pater Miguel. Für den Rest brauche ich. Lasse Miguel. Ich tue, was ich kann. Yep. Beharrlichkeit zahlt sich aus. So. Daydrenner ist gegen die Kirche und jede Form von Religion. Sie toleriert mich und meine Gemeinde nur, weil sie die Aufmerksamkeit von Außenstehenden, besonders die des Heiligen Vaters, nicht auf sich ziehen will. Der Papst pfuscht Diktatoren gerne ins Handwerk. Es ist so eine Art Hobby von ihm. Mir ist der Wein für das Abendmahl ausgegangen. Sie haben nicht zufällig welchen? Ich meine, jede andere Art von Spirituosen tut es auch. Prüfen Sie Ihr Gewissen und verzweifeln Sie nicht. Der Herr sei mit Ihnen. Entschuldigen Sie mich, ich muss eine Predigt vorbereiten. Immer freundlich. Ja, ich wollte ihm jetzt das Bier anbieten. Ich überlege gerade, es gab ja noch eine kleine Zusatzaufgabe auch. Weil der Pater in seiner Kirche noch was versteckt hat. Oh, da muss ich jetzt mal kurz ins Jagged Alliance Wiki gucken. Wie heißt denn der auf Englisch? Weizenspam? Was ist das? Priest oder was? Wahrscheinlich nicht Priest, oder? Ah, John, Father. Richtig. Wie war das jetzt? Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das war. Der hat in seiner Kirche auf jeden Fall eine Waffe versteckt, die ich benutzen kann. Und ich glaube, man kann ihn auch überreden, dass er einem die gibt, ohne dass man jetzt die Kirche da hinten aufbrechen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob er die rausrückt, wenn man ihm was zu trinken gibt. Oder wie das war. Weißt du das zufällig, Weizenspam? Hm.
Ja, also dann kriegt das nicht mit und dann hat man sie. Das ist, kann man machen. Aber ich glaube, es kann sein, dass es mit der Führungsqualität zusammenhängt. Also wenn man entsprechend hohe Führungsqualität ha hat, dass er einem die Waffe dann freiwillig gibt. Dass er einem dann sagt, okay, ich habe hier was für Sie irgendwie, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Stimmt, er mag Ira. Ist gut. Hier. Ich habe sie in der letzten Zeit nicht gesehen, Ira. Ich machte mir schon Sorgen, dass ihnen vielleicht etwas zugestoßen sein könnte. Sie sehen gut aus, wie immer. Wird er gleich ganz flirty. Mir ist der Wein für das Abendmahl ausgegangen. Sie haben... Ja, dann, wie wär's mit dem Bier? Wein habe ich leider nicht. Nun, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Ein bisschen etwas, um die Seele zu erquicken. So, jetzt hat er hier sein Glas, das er betrunken ist. Oh nein. Nun. Hatte er nicht noch zusätzliche Lines, wenn er betrunken war? Gehen die nicht in Hier. 1,13? Das ist jetzt schade. Bereit? Ja, na gut. Alles klar. Aber die Route ist doch jetzt hier established, würde ich sagen. Es ist noch rot. Essen morgen in der Mörder. Wahrscheinlich dann morgen. Wird es dann erledigt sein. So, dann können wir auch noch zu Doreen gehen. Verstanden. Jetzt ist es ja wieder gleich eins. Ich glaube, Doreen mache ich dann morgen. Okay. Ja. Ich glaube, ich meine, der sagt auch noch ein paar extra Sachen, wenn er betrunken ist, normalerweise. Und dass da gleich, wenn man auf freundlich klickt, gar nichts mehr kommt, ist auch eher ungewöhnlich. Okay, also, ja, Yep. morgen in Anführungszeichen, also sollte ich morgen spielen Bin bereit. und streamen, dann werde ich hier an der Stelle bei Doreen weitermachen. Die befindet sich hier in diesem schönen Fabrikgebäude. Und das ist diejenige, die hier auch schon in meinem Log erwähnt wird. Doreen scheint grausam mit Kindern umzugehen. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Ich schalte schon mal auf meinen Endscreen um und gucke dann noch,